Kann man sie als Vater des MP3 bezeichnen? Das wird häufig so gemacht. Ja. Wenn man mich danach fragt, sage ich, Vater klingt immer nach einer Einzelperson. Mhm. Und da muss man natürlich auch mit beachten, dass da, ja, wie es üblich ist in der Wissenschaft, ich auf den Schultern von anderen Leuten stehe. Mhm. Und um MP3 selber den Standard zu entwickeln und dann auch in den Markt zu bringen, auch viele andere beteiligt waren. Ganz also MP3 sind ja viele Erfindungen, muss man sagen. Okay. Mhm. Aber es gibt so bestimmte Grundideen. Also mhm. man kann auch direkte Vorgänger bis ins Jahr 1986 zurücksehen, mhm. verfolgen, wo es dann erstmalig in den Verfahren gab, von denen sozusagen viele Elemente auch heute noch zu finden sind. Aha. Die Idee geht aber noch 10 Jahre früher zurück, oder fast 10 Jahre. Mhm. Und zwar mein Doktorvater hat damals, bevor er Professor geworden ist, bei IBM gearbeitet, da mit Digitalisierung schon und dann in frühen Jahren als Professor auch viel versucht, auch in Deutschland die Digitalisierung des Fernmeldenetzes voranzutreiben. Also erst einmal das mit den Patenten, das hat sich auch für Fraunhofer sehr gut gelohnt. Mhm. Das waren die letzten Jahre über immer hohe zweistellige Millionenbeträge, also über den 50 Millionen Euro. Und das sind dann Patentlizenzen, wesentlich. Also es gibt auch auf bestimmte Software noch Lizenzen, aber der größte Teil sind Patentlizenzen, wobei PC-Software das wenigste ausmacht, weil da alle wesentlichen Firmen schon mal pauschal gezahlt haben, dann müssen sie ja auch nicht viel zahlen. Aber wenn es Gerätchen sind und selbst ein iPhone zählt da schon als Gerät, wenn es ein richtiges Betriebssystem hat, dann kostet es pro Exemplar nicht viel, aber kostet pro Exemplar, wobei auch da manche Firmen dann mal pauschal viel Geld gezahlt haben. Okay. Mhm. Und Encoder dasselbe, da ist der Betrag dann etwas höher. Mhm. Und in Deutschland gibt es ein Gesetz, dass die Erfinder auch beteiligt werden an diesen Patenteinnahmen. Okay. Mhm. Und das ist eine relativ große Gruppe an Leuten, die da partizipiert. Mhm. Bei mir kommt Erkleckliches an. Wobei ich da nicht so viel davon gehört habe. Ich bin bloß gefragt worden, ob das für uns interessant ist. Okay. Mhm. Das ist auch erst einmal eine rein professionelle Sache. Okay. Sagen, dass wir da gefragt worden sind, ob unsere Technik, die wir hier entwickeln, nicht dazu passt. Wobei, wenn Sie fleißig nachgelesen haben, haben Sie vielleicht auch gefunden, dass ich über eine Vorgeschichte in der evangelischen Jugend... Richtig, also, da wäre ich jetzt. Ich war in der evangelischen Jugendarbeit in Bayern, angefangen bei den christlichen Pfadfindern. Da war ich mal Gruppenleiter. Okay. Dann später nochmal... Dann sind die Verbände auch in den Konventen damit aktiv. Das heißt, auf die Art und Weise war ich auch mal Vorsitzender des Dekanatsjugendkonvents. Dann war ich wieder auf Regionsebene bei den Pfadfindern aktiv in dem Team. Und dann war ich 4 Jahre eben Vorsitzender des Landesjugendkonvents, sozusagen die Jugendvertretung innerhalb der Landeskirche. Durch Ihre Familie? Oder? Hat sicher mit zu tun, aber das war dann schon so, dass ich in Schulzeit erst einmal ein bisschen weiter wieder weg war und dann da wieder näher angekommen bin. Und zu den christlichen Pfadfindern habe ich auch heute noch Kontakt und das war auch sehr prägende Zeit. Das war damals die frühen 80er Jahre, auch Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, so die großen Themen. Und auch beeinflusst durch Tessé wieder, dieses Engagement und Spiritualität wirklich zusammenzubringen. Das war mir da also immer sehr wichtig, dass das eine mit dem anderen geht. Die Ordnung der evangelischen Jugend in Bayern hatte einen Satz, den ich immer sehr gern zitiert hatte.
nämlich dass die evangelische Jugend die Aufgabe hat, den Glauben an Jesus Christus jungen Menschen in ihre Lebenswirklichkeit zu bezeugen. Mhm. Sozusagen der Zusammenhang zwischen Glauben und Leben. Insofern war ich nie auf der evangelikalen Seite. Aber war auch nie auf der Seite der Leute, die es sicher auch mal gab, für die Mitarbeit in der evangelischen Jugend nur ein Vorwand war, um irgendwelche politischen Züppchen zu kochen.